Leute, Hallöchen. Willkommen zurück zu Let's Play Majora's Mask. Ihr merkt, ich habe die Facecam wieder ausgeschaltet, weil ich habe mir überlegt, ich weiß jetzt, warum ich so verkackt habe die letzten zwei Parts. Wegen Facecam. Ich meine, mal abgesehen davon, damit ich eigentlich ja die Biberrennen gut gemacht habe, aber zu viele Fails trotzdem. Deswegen lasst das Ding einfach mal aus wieder. So, wir haben 12 Uhr, jetzt sollte die alte Dame kommen. Wir erinnern uns, wir wollten ja den Typi aufhalten und anschließend wollten wir dann in der dritten Nacht zum Kuriositätenhändler, oh Gott, das Wort. Ja, ich weiß nicht, ob das klappt. Wir probieren das einfach mal. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich das überhaupt richtig mache gerade. Aber wir schauen dann mal. Wir schauen mal. Naja, erstmal. Bella, pass doch auf, Mann. Oh, scheiße, Mann, die Tasche, Mann. Okay, ich komm ja schon und hau den Typen aufs Maul. Yeah, Mann. Komm, ich visier dich an und spring vor dir rum. Yeah, yeah, weil ich's kann. Da muss ich auch denken, was zur Hölle. Und wieder hält der Typ nur mich auf. Das ist so witzig. Hallo, der Typ hat geklaut und. Immer das Gleiche mit dir. Naja. So. Ah, geil, Mann. Jetzt bin ich so geil, Mann. Danke, Mann. Ja, ja. Ist ja gut, Old Lady. Old Lady. So, jetzt wollen wir mal zum dritten Tag. Und ich weiß halt nicht, ob das überhaupt richtig ist, was ich mache. Ich probiere einfach mal aus. Und dann schauen wir mal. Weil wenn wir die Maske der Nacht haben, weiß ich auch noch zwei Herzteile, die wir uns holen können. Und dann habe ich wenigstens so halbwegs einen Plan, was man so machen könnte in dem Part. Ach, Leute, wir kriegen das Spiel schon noch gebacken irgendwie, auch wenn das alles sich ewig in die Länge zieht, aber Leute, ich verspreche euch, wir werden am Schluss dieses Spiel 100% gespielt haben. Auch mit Umwegen kommen wir zum Ziel. Lalalalalala. Mann, das dauert alles viel zu lange, Mann. Ohne Scheiß, ich hab das schon ein paar Mal gesagt, aber das müsste einfach so eine Funktion geben, damit man genau zu der Stelle springen kann, wo man es haben will. Weil immer diesen Halbtages-Step, der ist ein bisschen lame. Der ist ein bisschen lame, Mann. Mach doch mal hin. Ich hab doch keine Zeit, ich muss ins Bett. Was? Nee, eigentlich noch nicht. Ich hab heute sogar noch was vor. Ja, ja. Leute, ihr müsst mal Dingens abchecken. Checkt mal hier diese Nerdstars ab. Ihr kennt ja noch diese Nerdstars? Da, wo ich früher auch mal so mitgemacht habe. Bei diesen Nerdstars, da nehmen wir mir später einen Podcast auf. Das Thema ist Zelda. Und ja, wie gesagt, ich bin da auch Gast. Deswegen checkt mal die Tage Nerdstar ab und da wird es dann halt einen krassen Zelda-Podcast mit mir geben. Ich werde den Link auch nochmal auf Facebook und auf Twitter posten, damit es auch jeder mitkriegt. Aber nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, ne? So, und jetzt mal gucken, ob wir hier im Megaladen jetzt das kriegen, was wir wollen. Weil ich habe irgendwie so das Bedenken, dass es irgendwie alles nicht klappt. So, labadabam, Nacht des letzten Tages, da bleiben noch 12 Hours. So, wir haben 6 Uhr. Der ganze Spaß macht erst um 10 Uhr auf oder irgend sowas, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, was es kostet. Weil 600 Rubine, das geht dann irgendwie doch meines Erachtens gar nicht, oder? Jetzt mal so ernsthaft. Ich glaube, 500 ist doch Maximum. Oder gibt es noch eine mega fette Börse irgendwo, die ich nicht kenne? Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal. So, stellen wir uns mal da vorne dran. Gucken wir, was da steht. Was steht denn hier? Ab 22 Uhr geöffnet. Schön. Ist der Bettler noch da? Der Battley ist noch da. Der, beziehungsweise die Bank. Ich weiß es jetzt. Ist ja keine Bank. Ich meine, es ist ja die Bank. Moo. Hallöchen. Siehst du überhaupt was? Du hast da Haare vor den Augen. Du bist blind. Ja, da kannst du noch so viel mit den Händen fuchteln. Das bringt ja auch nicht mehr. Viel dann, ganz ehrlich. So, wir haben erst 7 Uhr. Das ist doch kacke, Mann. Was soll ich jetzt noch machen, diese 5 Stunden? Ich will keinen Cut setzen. Ich will das jetzt hier. Ich muss was erzählen, Leute. Was kann ich euch erzählen? Salutiert der Junge. Der junge Mann. Ja. Hier voll krass am. Ja. Okay. Aber mich aufhalten kannst du noch. Ja, ja, ja. Ist klar, ist klar. Jump. Yeah. So, wir gucken uns mal ein bisschen um hier in Unruhstadt. Ist auch eine schöne Stadt.
Ach Leute, ich freue mich auf das Remake. Habt ihr den Trailer gesehen vom Remake oder diese Videos, die Nintendo veröffentlicht hat vom Remake? Da ist die Stadt irgendwie ein bisschen anders aufgebaut. So ein paar Ecken sehen anders aus und ist ganz nice. So, was ist das hier eigentlich? Süßer Spört. Das ist natürlich kacke. Ja, man kann auch angeln im Remake. Zum Beispiel hier bei diesen Fische und so. Und im Remake sind auch da hinten Geld. Hier. Ja, habe ich gesehen, dass da Geld ist. Hier ist anscheinend kein Geld. Auch nicht mal versteckt. Gar nichts. Nö. Kein Geld für mich hier. Ist ja schade. Lingi? Lingiboy, los, kletter! Ach Leute, ich würde auch so gerne 3DS-Spiele let's playen. Mal ohne Scheiß, es gibt so viele coole 3DS-Spiele, die ich so gerne let's playen würde, aber dieser verkackte Aufsatz, der da drauf muss auf den 3DS, der kostet halt mal so abgewichste 200 Euro. Mann, ich habe keine 200 Euro. Ich meine, ich habe sie schon, aber nein. Ich meine, das ist teuer und man, so. So, wir haben 8:30. Guck mal, wie die Zeit vergeht. Das ist unglaublich. Nein, Link, was tust du denn? Und was man auch, also ich kann ja mal ein bisschen was erklären, wer den Trailer nicht kennt. Zum Beispiel hier ist die Bank im Remake. Hier hinten dran. Und dann hat man hier auch ein bisschen mehr Platz. Da ist jetzt nicht nur dieses Rundum-Ding, sondern da ist noch so ein bisschen Fläche hier. Und das ist voll cool. Da steht hier dieser Bettler-Typ. Und da hinten dran ist so eine Shika-Steinstatue, wo man reinkrabbeln kann, glaube ich, oder? Nee, stimmt nicht. Das ist eine Eule. Genau, das ist eine Eule. Hier ist die Bank und hier ist die Eule. Genau, so war das, glaube ich. Und das ist alles ein bisschen größer hier auf jeden Fall. Und man kann hier im Remake sogar hoch. Also hier so original so hoch. Ich meine, ich kann hier jetzt auch hoch, aber das sah anders aus. Ihr versteht, was ich damit sagen will. Keine Ahnung, wir gehen jetzt mal Richtung Laden, denn in einer halben Stunde macht der gute Typ auf. So, Zafum. Und, ach genau, wo ich auch drauf hingewiesen wurde. Moment. Hier. Ja, wurde ich vor ein paar Parts schon drauf hingewiesen. Ich habe die Karte ausgeschaltet und vergessen, wieder anzuschalten. Danke für den Tipp. Ich hätte es echt nicht gepeilt. So, aber schön, wir haben eine Karte. Tata. Ach, Leute. Wenn ich euch nicht hätte. Auf geht's auf jeden Fall jetzt hier rein. Zafum. Komm. Öffne deine Türen. Öffne deine Türen. Genau. Jetzt. Schön. Jetzt müsste der eigentlich diese Maske haben. Hast du's? Ah, da ist er, Leute. Guck mal, wie hässlich sie aussieht. Nur herein. Sieh dich ruhig um. Ich habe auch ganz besonders seltene Ware. Mein heutiges Sonderangebot ist die Maske der Nacht, besonders beliebt bei Nachteulen aller Art. Zwar weiß ich nicht mehr, wann sie hergestellt worden ist, aber sie ist auf jeden Fall ein sehr ausgefallenes Stück. Trägst du diese Maske, findest du keinen Schlaf. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Ganz schön was, ne? Ja, genau. Okay, was ist das Sonderangebot? Zieh dich um. 500 Rubine. Ich habe irgendwo 600 gelesen, deswegen war ich verwirrt. Okay, Leute, Moment. Wow, ich habe den Mann vom Kuriositätenladen. Kuriositäten, so heißt das Wort, kurios. Von kurios, versteht ihr? Kuriositätenladen, das ist gar nicht so schwer. Wurde im Notizbuch eingetragen, ja, okay, cool. Da ich jetzt nicht mehr so wirklich die Zeit habe, um mir Geld zu holen irgendwo, werde ich mir das Geld halber von der Bank schnell nehmen. Ich muss halt ein bisschen mehr einzahlen wieder, man kennt das Spielchen. Ich möchte gerne was abheben. Du müsst ja ein bisschen was haben. Ja, 1640. Da fehlt noch so viel für das Herzteil, Leute. 1, 2, 3, 4. Ist schon mal falsch. 3, 9, 6. Genauso viel hätte ich gerne. Was stand da gerade? Ach, keine Ahnung. Gib mir einfach das Geld. Yeah, jetzt bin ich rich, Bitch. So, da wollen wir uns mal ganz schnell die Mask holen. Und wie das Geld immer weiter und weiter und weiter zählt. Ja, ja, nur herein, Mann. Ja, ganz besondere Ware. Maske der Nacht, Mann. Voll geil, Mann. Yeah, Mann. Guck dich doch mal um, Mann. Ja, ja. Ist doch okay. Hast mir alles schon erzählt. So. Einmal bitte Maske der Nacht. Yeah, du hast die Maske der Nacht erhalten. Trägst du diese Maske, bist du von der sanften Umarmung des Schlafes geschützt. Drücke C, um sie zu tragen. Du hast eine garstige Maske gekauft. Das wurde im Notizbuch vermerkt.
Oh, ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich scherze nicht. Also, hast du was für mich? Was? Ich kann dir was geben? Ach, genau. Ich glaube, der hat was mit der Kaffee-Quest zu tun, der Typ. Ich habe aber nichts für dich. Tut mir leid. Ja, da muss ich schon mal nachgucken, irgendwann später. So, Leute, ich habe null Plan mal wieder, wann der Part endet. Ich habe nämlich wieder mal keine Uhr gestellt. Wunderschön und so. Aber ich würde sagen, scheiß mal drauf. Wir checken jetzt mal noch die Herzteile ab, genau. Die sind nämlich... Na, wo sind sie denn eigentlich? Die sind in dem Gasthof, genau. In den Gasthof müssen wir. Weil da müssen wir jetzt uns die Geschichten von Omi anhören. Ich bin ja schon total gespannt. Ja, ihr erinnert euch vielleicht. Das habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Was wollte ich jetzt sagen? ich hab den Satz vergessen. Ja, man kann bei der Oma ja sich Geschichten erzählen lassen, aber wenn man die Maske der Nacht nicht anhat, dann schläft der gute Link ein, weil die Geschichten so verdammt spannend sind. Ja, aber mit dieser gegeilten Maske vor allem. Mit dieser geilen Maske können wir jetzt die Geschichte komplett hören. Oh yeah. Ist es nicht nice? Also, ganz kurz, die Maske of the Night. Und wir sollten sogar, glaube ich, 2 Herzteile von der guten bekommen. Wenn mich noch nicht alles täuscht, kriegen wir 2 Herzteile von der. So. Och, Mann, sie ist in der letzten Nacht ja gar nicht da. Das ist, fail. Leute, gut, dann würde ich sagen, spulen wir das ganze Spaß zurück. Ja, logischerweise ist in der letzten Nacht nicht da. Würde ja auch keinen Sinn machen sonst, weil... Leute, ich habe voll den Plan, wie immer. So. Wieder mal zurück zu Day One, Mann. Das kennen wir doch schon gut. So. Dämmerung of the first day. Oh yeah, auf Kauze. Und dann werden wir im nächsten Part halt zur Oma gehen und werden uns die 2 Herzteile von der schnappen. So, wir verlieren irgendwas, wo wir gar nichts dabei haben, irgendwie großartig. Naja, was soll's. Ach, Leute, ist das nicht alles ein Träumchen? Doch, es ist ein Träumchen. So, Dämmerung of the first day. Es verbleiben 42 Stunden. So, Leute, wie gesagt, das war's für heute mit Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Und wie gesagt, im nächsten Part dann Geschichten von Omi. Ich speichere jetzt und hoffe mal, damit wir weiter gut vorankommen. Wir werden jetzt, bevor wir zum 4. und letzten Abschnitt gehen, noch ein paar Sidequests erledigen. Ich habe da noch einiges auf der Liste stehen. Wir werden noch einiges abarbeiten. Aber das wird cool, Leute. Ich mache mir einen Plan auf jeden Fall für den nächsten Part. Also, danke fürs Zuschauen. Schön, yeah. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.